freundlich lächeln. Ja, hallo, es ist ein Montag, ein Tag vor Goethes Geburtstag. Hallo, das ist ein schönes Schauspiel hier. Diese unglaublichen Dachdecker setzen dort gerade in den Kupferrahmen ein Fenster ein, ein Velux-Klappfenster oder sowas ähnliches. Am Anfang des Julia-Pass in Oberengadin, hier Silberplaner, hier wird eine Schieferdeckung gemacht. Die haben jetzt die Dachlatten genagelt auf die Sparren und dann die Schieferplatten werden auch genagelt. Der Dachdecker nagelt gerade. Und das ist ein System, die überlappen sich immer doppelt. Und das geht ganz schnell auf. Gottes Willen. Hab ich hier schon. Gut, also, die Kirche ist dabei und dieses ist das, was man im Englischen a glorious day nennt. Das ist unwahrscheinlich blau und hell. Ich gehe jetzt mal kurz noch ein Lied zu singen. So zogen wir durch manches Land avec la marmotte. Ich kann den Text nicht. Das ist ein Lied von Ludwig van Beethoven tatsächlich. Ich mache keine Witze. Avec la marmotte. Und wir haben das früher als Pfadfinder immer leidenschaftlich gesungen. Man kann das schön zweistimmig singen. Und wir wussten auch nicht unbedingt, dass es von Beethoven ist. Also hier geht es jetzt zum Maloja-Pass, runter zum See. Und dieses hier ist der Anfang vom Julia-Pass. Hier ist Gegensonne, Julia-Palais. Hier habe ich meinen Internetanschluss. Und da ist der Audi-Auffahrt zum Julia-Pass. Hier geöffnet. Ich habe hier heute keine Frankfurter Allgemeine Zeitung bekommen. Graubündener Kantonalbank. Und dieses hier ist nämlich la 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 avec la marmotte avec si avec la avec la marmotte. Avec si, avec la, avec la marmotte. Das murmelt hier, Marmotte. Und jetzt, ohne in die Sonne zu knallen, ich weiß das immer von dem Hell-Dunkel hier. Ja, hier ist auch Derek wieder am Werke. Harry, hol mal den Wagen. Das ist das Oberengadin, verstellt von Häusern. Und mal sehen, ob ich das hinkriege. So, der blaue Himmel. Wunderbar. Also, ich komme nochmal mit einer täglichen Berichterstattung über die Absage der Nominierung des Kandidaten Romney in Florida wegen des Hurricanes Isaac, der angeblich in Hawaii schon, Hawaii, nicht Dominikanische Republik, also Haiti, Todesopfer gefordert hat. Der fährt jetzt den Pass hoch und alle anderen müssen hinterherfahren. Das ist wunderbar. Also, liebe Aufrufer, ich fahre jetzt hier zu dem wunderschönen Nietzsche-Stein und bringe eine Zeitung. Und da oben, das ist jetzt die Schreckaufnahme vom Licht her, da sitzen die Dachdecker in der knallenden Sonne und knallen hier ihr Dach zusammen. Ich finde das so unbezahlbar als Kulisse. Und so früh geht dann der Tag vorbei, nämlich hier sind die Sonnentage immer nur einen halben Tag lang, weil die Sonne dann hinter den Bergen verschwindet.